So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's endlich mit der RS4 Limo weiter, beziehungsweise einem Projekt, was ich eigentlich schon seit mehreren Jahren im Hinterkopf habe. Und jetzt gehen wir das Ganze mal an. Und genau deswegen sind wir mal wieder bei Philipp. Hi. Firma Westwood Performance. Ihr kennt ihn ja schon von den Videos, wo es ums Marius Getriebe ging. Was übrigens funktioniert. Sehr gut. Wir konnten zwar wir konnten die Sperre noch nicht testen, aber es hat immerhin den Prüfstandslauf überlebt. Ja, das hat mich sehr gefreut. So, also bisher können wir... Ich hätte nichts anderes erwartet, aber... Begeistert. Man merkt die Sperre auf jeden Fall. Also wenn man ohne Servolenkung auf dem Messegelände rumfährt, muss man schon richtig lenken. So, aber mit Servolenkung ist alles Taco. Ja gut, ihr habt eh die elektrische drin, oder? Mhm. So, du hast auch auf jeden Fall ein bisschen umgeräumt, verschönert hier, neuer Boden drin. Dezent, ja. Sieht mittlerweile richtig groß aus hier. Doch, es ist von Hobbywerkstatt zu richtiger Werkstatt. Ja. Hat sich entwickelt endlich. So, deswegen könnt ihr euch jetzt auch bestimmt denken, warum wir hier sind. Und zwar geht es mal wieder um das Thema Differential. So, hier haben wir ein originales Audi S4 RS4 B5 Differential. Das ist nicht unbedingt das größte. Von der Länge her schon, aber sonst ist es irgendwie mau, ja. Eigentlich geht das ja nur bis hier. Bei dem Passat und so weiter ist es auch nur dieses Teil. Mhm. Bei den Nachfolgermodellen und so weiter auch. Nur beim B5 haben sie dann auch diese Verlängerung hier angemacht. Warum, wieso, weshalb auch immer. Vielleicht damit die Kardanwelle kürzer ist oder... Man weiß es nicht. Auf jeden Fall zwei Probleme, die ich immer hatte. Eigentlich drei. Einmal diese Welle ist ratzfatz krumm. Mhm. Da merkt man richtig, du gibst ein ganz bisschen Gas und das ganze Auto schüttelt sich. Ja, das war ist auch nicht gerade so dick. Genau. Richtigen Kopf habe, ne? Das war immer ein Problem. Zweites Problem ist immer, dass das Gehäuse hier drin richtig reißt an der Lagerung. Und dann kommt halt die Sperre an sich noch dazu. Ne? Ja. So. Ich wollte immer mit dem Auto eigentlich ganz gerne bis zur Viertelmeile fahren, mhm. Ist aber immer hinten an Thematik Diff und Antriebswellen gescheitert, weil das definitiv Punkte waren, wenn man auf eine geklebte Strecke geht, wo es ja, dann irgendwann nicht mehr, Belastung, ne? nicht mehr funktioniert hat. Ne? So, jetzt kann man allerdings auch bauraumtechnisch hier nicht viel reinmachen, außer man macht das so, wie wir es jetzt gemacht haben. Ihr erinnert euch, wir haben ja die Mulde rausgemacht und haben da so eine schöne Carbonplatte für reingemacht. Das heißt, wir haben jetzt da wirklich mal so ein bisschen Platz zum Spielen. Ja, und die nächste Sache ist, wenn wir in dem Gehäuse was ändern, dann bleibt ja immer das Problem mit dem Gehäuse, was reißt und mit der Welle vorne. Ne? Also wenn du die Welle größer machst, dann... Da bringt am Ende nichts. Ne? So, jetzt ist allerdings das große Problem Achsübersetzung. Da wir logischerweise ein Allrad haben, müssen wir vorne und hinten die gleiche Achsübersetzung haben bei dem Auto. Die hintere, die hier drin ist, ist eine 411er. So, und jetzt kam Philipp nämlich auf die Idee, dass es tatsächlich von BMW eine 410er. Achsübersetzung gibt. Von BMW direkt nicht, das ist wirklich BMW Motorsport, mhm. Und die hatten die für E46 M3 und für E92 M3 für so VLN-Einsatz und sowas, gab es dann kürzere Übersetzungen und da gibt es halt auch 410, mhm. Was ja schon sehr, 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 sehr nah an der 411 dran ist. Ich wollte gerade sagen, 410 zu 411 würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, das ist fast so wie wenn die Hinterreifen ein bisschen mehr abgefahren sind als die vorderen. Genau, und du hast ja eh immer schon auch beim Allrad Unterschiede, also wenn du vorne hinten Mischbereifung fährst, hast du ja schon mal einen Unterschied. Zumindest bei BMW gibt es das oft, dann ist der Unterschied vorne auch schon im Prozentbereich oder so. Und dann bist du über diesen Unterschied definitiv raus. Mhm. So, und deswegen kam ich dann nämlich auf Philipp zu und meinte, lass uns doch mal so ein richtig, richtig krasses Diff für das Auto bauen, was dann auf jeden Fall hält. Ja, für uns BMW-Leute ist das normal. Heckantrieb ist halt immer was anderes. So, und dann bist du auf die Idee gekommen, was ist so das, da werden sich jetzt die BMW-Leute auf jeden Fall freuen, was ist so das krasseste BMW-Diff, was wir theoretisch reinmachen können? Also, das größte und krasseste wäre eigentlich so, ja, E60 M5 und so, Typ 235, das ist so ein Riesenklopper. Problem ist, dafür gibt es keine richtigen Übersetzungen, mhm. Und das ist von der Sperre problematisch. Und das nächste, was überbleibt, ist Gehäusegröße 210, 215, mhm. Das ist E46 M3, E92 M3, E36 M3 und so. Das ist halt wirklich schon ein Riesendiff, ist hier so ein Gehäuse. Und da passt halt viel rein und da gibt es einfach viel für. 210 bzw. 215 ist der Durchmesser von dem Tellerrad? Genau. Okay. Ah, und das gibt es halt vom M5 theoretisch noch mal einmal größer? Jein, die sind
irgendwann sind die noch größer, da, sobald das, ne, es war auch F10 M5, da ist ein geschweißtes Tellerrad drauf und das ist nochmal einen Ticken größer. Okay. Das wird aber dann wirklich sehr kompliziert. Aber das finde ich nicht schon, das sieht auf jeden Fall schon mal männlich aus hier. Ja. Ja, du hast ja eh den Faktor, durch die 410 ist das in Anführungsstrichen das Tellerrad sehr, sehr stabil, weil das ist wirklich dick. Und das Kegelrad ist ein bisschen unstabiler wie bei einer längeren Übersetzung, weil das halt irgendwie immer kleiner wird. Aber da du ja im Heckantriebbereich da an die 1000 PS oder noch mehr drauf fahren kannst, wird das bei dir mit dem Allrad keine Probleme machen. Das hält. Hoffentlich. Nein, aber das, also als ich das Diff das erste Mal gesehen habe, vorhin jetzt gerade so zerlegt, sieht das ja noch einigermaßen klein aus, ne? Aber wenn das so zusammengebaut ist, ist das schon ein richtiger Klumpen, das Ding, ja? Wenn wir das mal so neben das Originale stellen, dann sieht man hier relativ schnell, wie groß es eigentlich wirklich ist, ja. So, ne? Also das ist schon ein richtiger Klumpen, gerade auch so in dem Bereich, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, so. Du hast halt auch das Gehäuse-Feature. Wie das so ein dickes Gussgehäuse, da hält das Gehäuse auch schon sehr, sehr, sehr viel aus. Ne? Also ja. Ich habe so ein 210er Gehäuse gerissen, habe ich noch nie gesehen. Ich denke mal auch, weil die vom Aufbau her schon leicht anders sind. Beim Audi hast du es ja immer so, dass es seitlich reingeschraubt wird. Ne? Ja. Das heißt, du hast einen Deckel und das ist ja wirklich ein geschlossenes Teil. Genau, das ist halt Teil, so schon stabil. Also da kannst du so mit Vorschlagkammer drauf rumkloppen und da passiert gar nichts. Gar nichts, ne? Weil ich hatte das mal, da hat sich hier was verklemmt, das wollte nicht mehr raus und dann musste ich es aufschneiden. Also du bist lange beschäftigt, bis du da durch bist. Auch wenn sich einige schon immer ein bisschen drüber lustig machen. Ich habe natürlich meine Waage wieder mit. Weil ich dachte, als ich das Ding das erste Mal hochgehoben habe, boah, ist das Ding schwer. Wir wiegen das gleich mal so grob durch, wo wir am Ende landen. So, okay, also wir nehmen ein, also unser Plan ist es, das wird sich heute noch ausstellen, ob das Ganze passt. Wir nehmen ein 210er E46 Diff. Ne, das ist jetzt E34, 45 bzw. M5. Das 210 ist nur die reine Gehäusebaugröße und das gab es dann in vielen verschiedenen. Also das da zum Beispiel ist E46 M3 Gehäuse, das ist E34 Gehäuse, aber es ist genau die gleiche Baugröße. Okay, verstehe. Und das Innenleben könnte ich jetzt von dem einen ins andere bauen. Also das Diff wäre das gleiche, nur das Gehäuse ist anders. Hat andere Anschlüsse und ein paar andere Angüsse, ein bisschen andere Form und wir haben uns jetzt für das entschieden, weil das von der Form am ehesten passt. Und weil wir das auch wahrscheinlich am schönsten verschrauben können. Ne? Genau. Weil wir müssen natürlich die Achse ein bisschen anpassen. Ich habe ja eh immer diese AK Motorsport, diese, ich nenne sie jetzt mal Gitterrohrrahmenachse. Ja, was und für uns sehr positiv ist. Wir versuchen es nach hinten ähnlich wie das Originale anzubinden. Ne? Wenn man sich hier überlegt, der Deckel, dann kommt hier eine Strebe rangeschraubt, die sonst auch hier rangeschraubt kommt. Genau, hier ist so, Original ist hier so eine Strebe mit zwei Ohren dran und sowas in die Richtung werden wir auch bauen müssen. Und nach vorne hin muss natürlich irgendwie das Ganze noch abgestützt werden, weil das wird richtig an den Unterboden geschraubt. Ja. So weit nach vorne kommen wir aber auf jeden Fall nicht. Ja, dann müsstest du halt einen riesen Halter dran machen. Das wird grundsätzlich auch funktionieren, an den Originalpunkt zu gehen. Brauchst du wirklich ein riesengroßes Frästeil und dann ist die Frage, ob man nicht in der Nähe was findet, was hält. Dann sparst du dir halt dieses Riesenteil. Ne? Okay, wir fassen zusammen. Dieses Gehäuse, die 410er Drechsler Achse. Dann kommt auf jeden Fall auch noch von Drechsler ein Sperrdifferenzial rein. Genau. Das sieht schon qualitativ extrem cool aus. Ja, doch, das ist halt, das ist prinzipiell, finde ich, das schönste oder hochwertigste, was du im Moment auf dem Markt kaufen kannst. Und das ist zum Beispiel das so aus meinem eigenen Auto, also ich fahre das auch selber. Mhm. Auf die Vorteile von so einer Drechsler-Sperre wollen wir jetzt gerade erstmal nicht eingehen, weil ihr könnt euch nämlich darauf freuen. Im nächsten Video werden wir nämlich bei Drechsler vor Ort sein. Da freue ich mich auch drauf. Warst du schon mal da? Nee, noch gar nicht. Das heißt, das muss ja für dich als Sperrdifferenzialliebhaber eigentlich so das Paradies fast sein, ne? Ja, das werden wir dann rausfinden, ne? Ich freue mich auch drauf, gerade als ich erfahren habe, dass der Triebsatz auch von denen kommt, ne? Kann man das natürlich richtig gut zeigen, ne? Weil mich interessiert es auch brennend, wie sowas hergestellt wird und so weiter. Aber es ist schon, wenn man das so in der Hand hat, ja, das ist schon ein Klopper. Das ist schon massiv alles, ne? Auch so dieses Differential, da muss man wirklich. Es ist auf jeden Fall immer noch schwer. Nächster Punkt ist dann, deswegen bietet sich das an, das muss ich euch aber im Auto erklären, Thematik Antriebswellen hinten war auch immer ein Riesenproblem, weil außen die Gelenke abgerissen sind. Mhm. Da haben wir uns auch was überlegt mit einer anderen Version. Ich hatte letztes Mal vom Driveshaft Shop aus Amerika die Version. Die war dann allerdings so krass massiv, dass das eigentlich die gleiche Version ist, wie ich sag jetzt mal, Paul auf dem GTR fährt oder so. Ja, das heißt, das ist so für 2000 PS gedacht, richtig mit zwei inneren Gelenken zum Zwischenschrauben. Also du hast richtig so eine kleine Steckachse im Ablagehäuse. So, ja, ne? Das gab's bei BMW, gab's das früher mal. So E34, die hatten das Wellen, die du einfach nur reingeschraubt hast. Also ich habe sowas auch in meinem E21 zum Beispiel umgebaut. So, das war aber so
massiv und man hat es gemerkt, ich habe die Wellen eingebaut, du konntest das Auto kaum noch schieben. Ach so, ja. Das war wirklich, es ist eigentlich, es hat zwar perfekt gehalten, es wird auch perfekt halten, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir noch ein bisschen, too much, ne? Kriegen wir ein bisschen filigraner und cooler hin, ne? So, und da bietet es sich jetzt natürlich perfekt an, weil wir haben jetzt natürlich andere Antriebswellenflansche. Genau. Das heißt, wir müssen eh wieder Antriebswellen bauen lassen. Ja, dann müssen wir uns jetzt ja irgendwo aus dem BMW-Regal bedienen, weil wir halt in die Sperre nichts anderes reinbekommen wie diese BMW-Verzahnung. So, ich sehe aber schon, wenn ich mir diesen Flansch angucke, dann macht das aber auf jeden Fall Spaß, sich in dem BMW-Regal zu bedienen. Ja, durchaus. Also ich habe, weil das ist ja schon massiv. Was ist denn jetzt? Kistenweise Differenzialien. Immer. Also das wäre jetzt mal 02A. Im Vergleich dazu, ne? Ja. Hast du mal, sieht man da was? Dezenter Unterschied, ja. So, aber selbst wenn man es hier neben hält, hier, guck mal Maxi, filmen wir mal einmal so an. Selbst wenn man hier, ist zwar auf der Kamera mal schwer zu sehen, aber selbst das ist halt einfach nochmal eine Nummer größer alles. Ja, auch von der Verschraubung, ne? Da kommen auch riesen Schrauben rein, die dann auch ein bisschen mehr halten. Ah, stimmt, ja. Und, also die sind schon sehr stabil, die Flansche. Okay, das heißt die Flansche und das ist dann auch noch der zur Kardanwelle. Genau. Okay, Kardanwelle müssen wir in dem Zuge nämlich auch noch bauen lassen. Ist aber auch kein Problem, weil ich hatte bisher, das war so mit fast das einzige Originalteil im Auto. Mhm. Da war immer eine originale Kardanwelle ran, die habe ich zwar immer nur nachwuchten lassen, aber da geht bestimmt auch noch was. Ich habe mich nur ehrlich gesagt nie drum gekümmert, weil ich immer wusste, wenn, dann würde ich diese Diff-Thematik hinten nochmal gerne angehen. Ne? Ja, die Sache ist, solange sie gehalten hat und es ist halt vorher immer irgendwas anderes kaputt gegangen. Ne? Also das Problem ist ja jetzt, wenn wir das Diff jetzt richtig groß bauen und die Antriebswellen, dann wird wahrscheinlich irgendwann vielleicht die Kardanwelle kommen. Ja, oder ja. Halt auch nicht, aber wenn wir jetzt dran sind, können wir es direkt mit groß bauen. Was wiegt so ein BMW-Diff? Boah, das ist ja immer die Problematik. Wir haben so ein bisschen mehr wie 40 Kilo, deswegen ist das mit dem Versand auch immer so lustig. Okay. Wir wiegen es einfach. Also je nach Ausbauform. Wir schmeißen einfach mal alles hier drauf. Ja, ich hole noch zwei Seitenflanschen. Was wir hier brauchen können. So, wir fangen an mit der Spache. Na, guck mal, mit Triebsatz. Ja, ist egal, die sind beide gleich. Mit Triebsatz sind wir jetzt hier nämlich schon bei 18,5 Kilo, krass. Ja, dann okay. Hast du noch so zwei Seitendeckel. Warte, ja, dann packen wir erstmal. Das sind sogar, boah, krass. Ja, die kommen hier rein, da laufen die Lager selbst dann. Selbst das ist alles richtig massiver Gusso, ne? Ja. Aber ja, gut, das ist halt wirklich prinzipiell leicht herzustellen und unglaublich stabil, ne? Ja. Also da haben die eigentlich, weil die Konstruktion von diesem 210er Diff, die kommt auch aus den 70er Jahren. Mhm. Und das haben die bis bis E92M3 haben die das eigentlich genau so weitergebaut. Das war 41 Kilo. So, jetzt kommt nochmal ein Deckel drauf. Ja gut, noch ein paar Schrauben und ein paar Scheiben und dann war es das. Aber so 45 Kilo höchstens. Mhm. Das heißt, so ein paar Sachen sehe ich auch noch hier, die man vielleicht so ein Atömchen erleichtern könnte, ne? Das ist der Plan, ja. Also ein bisschen was muss eh weg. Das haben wir schon gesehen, wo wir es mal so grob reingehalten. Also ein, zwei Angüsse müssen wir ein bisschen wegschleifen. Mhm. Und wenn man da dran ist, kann man ja noch ein bisschen mehr wegschleifen, ne? Und jetzt fällt mir ein, es fehlen auch noch die Flansche hier, ne? Ah, die Antriebs, ja, genau. Die müssen wir auch noch rein, ne? Sind das die hier, sind das, ne? Ja, theoretisch sind das die, aber da kannst du so, das macht nicht viel Unterschied. Na, ja, doch, noch 1,5 Kilo. Kommen wir hier noch irgendwo zwischen? Daumen rauf, oder steckt. Alle Hände weg? Ja, weg. Ja, gut, also, vielleicht auch 47 Kilo. So, 46 all in. Mhm. Ja, ja, ja. Doch verhältnismäßig. Alles voll mit Carbon und dann so ein Diff hier rein. Okay, nee, aber gebe ich dir recht, da verhält es, hast du vollkommen recht. Und jetzt kommt es nämlich hiermit, wie du es schon sagtest, 1000 PS Heckantrieb, hätte ich ja tatsächlich mal die Möglichkeit, das Auto auch mal Heckantrieb zu fahren. Ne? Auf jeden Fall. Also ein Kunde von mir, der fährt das mit knapp 1000 PS mit Slicks und hat bis jetzt alles Mögliche kaputt gekriegt, was da so vor und danach kommt. Aber ist das Elbe? Genau. Ja, liebe Grüße, Elvis. Ich hoffe, bei mir hält es auch. Weil wenn man das nämlich mit dem Original-Diff macht, das hat am Wörthersee mal einer gemacht. Mhm. Ich sag mal, du machst nur 600 PS. Ja.
die du dann wirklich halt nur nach hinten fährst, ne, gibst du zweimal mal Gas, Peng kaputt. Auch so, ich finde diese ganze Geometrie und die Form und so auch, ne, das ist alles mehr eher praktisch ins Auto gebaut, als dass das so von der Kräfteverteilung her Sinn macht. Hier, ne, halt wirklich ein Teil, der wirklich was aufnehmen kann noch, und der ist da einfach wegrationalisiert, um Platz zu schaffen. Man muss aber ja auch sagen, das ist ja für die Serienleistung konstruiert worden, und wenn das dann im S4 irgendwie, das wird wohl halten dann, ne? Nee, aber ich finde den Aspekt, dass man dann hier einfach, selbst wenn es, na, wir gucken einfach mal, wie viel schwerer ist, bevor ich jetzt was Falsches sage. So leicht wird das auch nicht sein. Gut, das hat Alugehäuse, ne? Mhm. Das macht halt doch nochmal wieder ein bisschen was aus. Aber gut, deins mit der Sperre drin, mit der anderen, wird vielleicht sogar nochmal ein paar Kilo schwerer sein. Ja, stimmt. Ich habe ja, das ist ein originales ohne Sperre. Genau. Meins mit Sperre ein paar Kilo mehr. Ja, stimmt. Aber wir können sagen, bei Pi mal Daumen sagen 15 Kilo. Ja gut, Sperre ist da ja auch, da ist so eine 1000 Sperre drin, ne? Original. Nee, der ist original offen. Offen? Ja, ist original offen. Nee, ist wirklich komplett offenes. Ja. Torsensperre hat RS4 nur original Mitteldiff. Ach so, okay. Ja, nee, das ist. Ja, okay, dann sieht's, ja, ich hätte auch vielleicht mal dran reden können. Ist komplett offen. War auch ehrlich gesagt das beste Setup, was ich in meiner Limo gefahren war. War vorne alles original. Ja. Mitteldiff kann man so leicht modifizieren, dass er 40-60 macht, dass er 60% nach hinten schieben kann und hinten die Sperre drin. Hinten die Quave-Sperre drin, das fuhr dann am Ende fast wie ein Heckantrieb. Nur, dass es dabei ja halt noch krass nach vorne ging. Ne? Ja, klar. So, das war. Ging aber selbst nur dieses 40-60 ging schon so krass aus Diff, dass es manchmal gesprengt ist. Ja, gut, das ist das ja immer. Das ist halt irgendwie für eine bestimmte Leistung ausgelegt. Und bei BMW bin ich halt froh darüber, dass diese Baugröße, die ist ja eigentlich auch nur für 60 M5, 507 PS. Das ist so das Größte, was es drauf gibt. Aber es kann halt deutlich mehr. Aber das ist eigentlich auch nur Glück. Ne? Die haben halt irgendwie so eine große Gussform gehabt, haben sich gedacht, komm, wir machen noch ein bisschen mehr da rein. Da hat ja keiner jemals damit gerechnet, dass hier einer über 1000 PS drauf gibt. Ja. Aber klar, alleine halt Guss zu Alu-Guss, ne, ist halt schon. Ja, bis das reißt, da muss man schon ein bisschen was damit machen. Ja. Das auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, so viel erstmal zu den Basics, was wie wo wir vorhaben. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ding da reinpasst. Genau, wir haben da was vorbereitet. Action. Ja, und schon hängt das Diff tatsächlich unter Stevens RS4. Mhm. Danke, dass wir dein Auto mal kurz, ich sag jetzt mal, missbrauchen konnten. Das ist gar kein Problem. Aber der ist eh zerrupft, wie ich sehe, da vorne ohne Motor und so weiter. Ist noch ein bisschen Restaurationsprojekt hier quasi, ne? Ja. So, also das sieht erstaunlich gut aus, ne? Ja, doch. Philipp hat mal so einen Halter hier schnell gebaut. Einfach nur als Maßhalter, damit wir jetzt hier einen neuen Halter konstruieren können, ne? Genau. Das Diff sitzt jetzt erstmal maximal hoch hier drin. Das heißt, wir haben jetzt nach oben hin noch eine Handbreit Platz, sage ich jetzt mal, ne? Genau. Wir wollen einfach mal gucken, wie weit würden wir hochkommen im Fall der Fälle, damit man vielleicht das von den Antriebswellen noch ein bisschen ausgleichen kann. Links, rechts ist es ungefähr jetzt in der Mitte? Es ist sehr genau in der Mitte, ja. Das sind so 1-2 mm aus der Mitte raus. Und Kardanwellenflucht passt auch genau? Die passt, genau. Ja. Also ehrlich gesagt, im Auto sieht es schon wieder relativ klein aus, das Diff irgendwie, ne? Weil es so gut in die Lücke rein. Genau, weil es dann doch, also das, was ich vorhin gesagt hatte mit Mulde, ist totaler Quatsch gewesen. Die brauchen wir fürs Diff dann doch nicht, weil es hängt nämlich komplett vor der Achse. Aber das macht ja nichts, weil ich wollte ja so einen schönen Diffusor dahinter bauen. Ne? Und ja, dafür brauchst du den Platz, ja. Und dann ist ja immer noch mein großer Traum als Nicht-BMW-Fahrer bisher. Ich finde das ja immer so geil, wenn du so einen BMW hinterherfährst und diesen Differential-Kühlkörper unten dran hängst, ne? Wenn der halt hier unten noch so raushängen würde. Ne? Ja, das schon, irgendwie kriegen wir das hin. Das also jetzt schön. Vielleicht nicht mit dem Deckel, aber... So, okay, unsere Gedankengänge folgendes. Wir müssen jetzt einen Halter hierfür bauen, konstruieren, fräsen, wie auch immer. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Variante 1 ist, wir nehmen diesen. Genau. Das war E36 M3 bzw. E34. Und fräsen quasi nur einen Halter, der witzigerweise relativ ähnlich dem Originalhalter ist. Das ist der originale RS4-Halter hier. Genau. Da kommen wir ja dann schon auf ein ähnliches Level. Oder, mal gucken, mein Traum wäre jetzt ja wieder, dass man den Halter fräst. Dass man hier ein schönes Billetteil hat, den Deckel und den Halter fräst. Und das aber auch wieder zweiteilig geschraubt macht, dass man es aber später wieder schön rausnehmen kann. Ja, aber das ist sonst ist das Krampf, das rauszuheben. Ne? Ja, das muss ja alles so super schief da raus. Rauskippen. Und das ist ja auch dann... Jetzt gerade ist das Gehäuse noch leer, das geht leicht raus, ne? Aber wenn das mal 45 Kilo wiegt, dann kriegst du das Spaß. Stimmt. Ja, ich persönlich hätte auch nicht gedacht, dass das so gut hier reinpasst, aber
Wir wurden mal wieder eines Besseren belehrt, ne? Ja gut, es ist aber auch nicht das erste Gehäuse, was wir ausprobiert haben. Wir haben viele 210er Gehäuse ausprobiert und das passt am besten. Weil selbst so mit den Antriebswellen oder so? Ja. Doch, das ist auf jeden Fall super. Ja. Es ist halt deutlich breiter wie das originale Audi Diff. Die steht, auch wenn das Rad jetzt einfedert, steht die Welle schön gerade, ne? Ja. Ich habe nach unten hin noch genug Platz wieder für meinen kompletten Unterfahrschutz, ne? Der dann ab hier schön so ein bisschen schräg nach oben läuft. Gefällt mir. So, und jetzt auf der Seite, müsst ihr noch einmal filmen hier, müssen wir uns jetzt halt noch was überlegen. Das hier muss noch irgendwie abgestützt werden. Das heißt, wir müssen irgendwie von hier irgendwo ran, entweder so an die Achse oder halt hier oben. Genau. Hier sind zwei Verschraubpunkte am Diff, dass man hier einen Halter hochgehen lässt und hier oben mit einem gefrästen Block, sage ich mal, wo man Gummihülsen reinmacht, quasi abstützt und dann von hier reinschraubt. Mhm. Dann kommt man doch super dran, wenn die Kaderwelle raus ist. Mhm. Ja, man muss halt gucken, der Flansch vorne, der steht halt irgendwo bis hier. Deswegen muss man dann halt den Halter so ein bisschen eher nach hinten machen. Genau, das muss man so ein bisschen schräg nach hinten fräsen. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall machbar. Und die zwei Verschraubpunkte für einen Teil, das nur nach oben stützt, reichen auch völlig aus. Echt mit dem 8er Gewindehebe? Ja, es zieht ja nicht da unten, es drückt ja nur nach oben eigentlich in der Last. Mhm. Stabiler und wie das sollte eigentlich nur von vorne nach hinten stützen, also da ist keine Zuglast drauf. Ne? Ja. Oder man überlegt sich nochmal, was man auch machen könnte, ist, man kann sich natürlich auch irgendwie so, vielleicht irgendwie ein bisschen was, dass man auf der anderen Seite vom Blech noch mit einer Platte arbeitet. Genau. Oder so, ne? Das ist bei deiner Karosse ja Gott sei Dank einfach. Mhm. Weil das Teil zum Glück ja noch nicht aus Carbon ist. Sonst bräuchten wir auf jeden Fall eine Gegenplatte. Nein, müssten wir jetzt mal gucken, weil hier drunter ist ja auch noch direkt Träger. Hier ist ein Träger direkt lang, vielleicht kann man auch in den einfach reingehen und so, ne? Klar, wenn man in den Träger reingeht, der wird dann noch stabiler. Genau, so, der ist auch schön offen, dass man das schön konservieren kann und so weiter, ne? Genau. Okay, ja, ich würde sagen, vielen Dank für die Hilfe. Ja, gerne. Schön, dass du so ein großes Repertoire an BMW-Diffs hast, dass wir hier das Passende suchen können. Zwei, drei habe ich oder vielleicht auch 200. Und jetzt geht's weiter mit dem Halter und im nächsten Video sehen wir uns bei der Firma Drexler und gucken uns mal Differential an, würde ich sagen. Das wird lustig. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, jetzt hätte ich fast vergessen, kleine Ergänzung noch. Jetzt, wo das Diff schon so schön hier drin hängt, nutzen wir die Chance, einfach schon mal die Antriebswellen auszumessen. Das heißt, wir messen jetzt von Anlagefläche Radlager bzw. Radnabe zur Anlagefläche auf der Innenseite vom Antriebswellengelenk. Wichtig dabei ist, das Rad immer in den Zustand bringen, wie es später ist, also eingefedert. Und jetzt können wir hier einfach schon mal messen, weil das Herstellen der Wellen wird in Amerika bestimmt wieder ein paar Monate dauern. Ja, 53,5. Okay. So, das war's jetzt.